So, Hallöchen zusammen, recht herzlich willkommen, leider schon zum vorletzten Video zu unseren Wikingern von Berg zu Drachenzähmen, leicht gemacht 1 und 2. Die ganzen Figuren kommen von Oker Brand, das ist das Logo von dem Hersteller, beziehungsweise ein Schriftzug, ob das tatsächlich so ist, keine Ahnung. Aus Asien, wir haben schon 7 Figuren angeschaut und heute kommt der letzte, und zwar der Stammeshäuptling von Berg, und zwar haut drauf der Stoische. Und er kommt, wie ich finde, von heraus in einer recht schön gemachten Figur von diesem Hersteller. Ja, haut drauf der Stoische. Wer nicht weiß, was das heißt, Stoisch kann man auch übersetzen in gelassen, ruhig, besonnen oder beherrscht oder einfach auch unerschütterlich. Man sagt zum Beispiel mit stoischer Ruhe oder stoischer Gelassenheit. Und das wurde so ins Deutsche übersetzt. Im Englischen heißt dieser Wikinger-Anführer Stoic the Vast. Und Vast heißt eigentlich so viel wie riesig, enorm oder gewaltig. Und auch hier muss man sagen, unser Wikinger-Chef wurde ein bisschen, ja, dünn modelliert. Ihr seht es hier, er hat im Film einen enormen Umfang und das ging hier komplett verloren. Und auch bei ihm muss ich sagen, als ich ihn erstmals sah, dachte ich sofort an Vicky, und zwar an Halvar, Vickys Vater, allerdings hier ohne Augenklappe, dafür mit einem verflochtenen Bart. Was natürlich in meinen Augen um einiges besser und auch realistischer aussieht als bei Halvar in Vicky. Also, lasst uns ihn mal auspacken, und zu dieser Figur habe ich noch einiges zu erzählen, wenn ich ihn später auf meine Platte hier stelle und ihr ihn euch nochmal in Ruhe anschauen könnt. Ja, lasst uns mal anfangen mit seinem Schwert. Ihr seht, ein schönes, großes, vor allem breites Schwert und sehr, sehr dünn. Finde ich cool, dass man das tatsächlich auch so dünn, so schmal und schnittig gegossen hat und nicht so dick und globig wie so manches andere Schwert. Das Schwert ist relativ einfach. Die Klinge glänzt jetzt nicht extra, sondern wurde alles in diesen Silbergrau gegossen. Der Griff auch einfach gemacht. Ne? Hier nur einfach ein paar Querlinien, Querrillen, dass es aussieht ganz grob wie so ein Lederband, was hier um den Griff gewickelt wurde. Und dieses Schwert hat eine Länge von etwas über 8 cm. 8,2 cm. Und mehr gibt es dazu eigentlich auch nicht zu erzählen. Drum lasst uns ganz schnell unseren Wikinger-Chef, unseren Wikinger-Anführer, haut drauf, begutachten. So, okay. Also, auch hier muss man ganz klar sagen, obwohl viel zu schlank, ne, schaut euch das an, Wahnsinn, der hat ja fast eine Wespentaille, unser Haut drauf hier, ist der Hammer. Trotzdem erkennt man sofort, es ist Haut drauf, und das finde ich doch schon mal enorm. Also hier, gewaltiger Bart, die Augen hier gehen sogar einigermaßen, obwohl auch sie ein bisschen nach außen gucken. Also nicht ganz sauber und passend bemalt. Der Helm hier auch wieder silbern bemalt oder vielleicht sogar silber gegossen. Ihr seht hier die Nieten, die sich rings um den Helm hier befinden. Zwei schmale, lange Hörner, dicke, entschlossene Augenbrauen, einen kräftigen Bart, ein bisschen abstehende Ohren, aber das ist okay. Wäre der Bart weiß, hättet ihr den perfekten Weihnachtsmann, aber schaut's euch an, wirklich sehr schön modelliert, die Haare hier, ja, was heißt sehr schön, für diesen Hersteller auf jeden Fall finde ich's klasse. Ihr erkennt hier die Haarsträhnen, ihr seht, dass die Barthaare zusammengebunden, zusammengeflochten wurden, ne? Teilweise hier oben zusammengebunden, dann in der Mitte geflochten und unten wieder offen. In der Mitte das ganz große Bartstück ganz dick verflochten, und es geht hier ringsrum. Das finde ich also echt schön. Seine Haare hier zum kleinen abgeschnittenen Zöpfchen zusammengebunden, aber hier auch die Haarschleife nicht extra bemalt. Dann hat er hier einen Umhang, und der ist wirklich auch sehr schön gelungen. Schaut es euch an. Ist allerdings genau das gleiche Braun wie vom Bart hier. Hier seht ihr eine ganz, ganz grobe Fellstruktur, aber absolut passend zu unserem Haut drauf hier. Also finde ich schon klasse gemacht, muss man schon sagen. Auch er hat hier diese Unterarmbänder, Fell mit Lederriemen, die hier seinen Unterarm umschlingen, leider auch nicht extra bemalt.
muskulöse, kräftige Oberarme, einen breiten Gürtel, ebenfalls mit Nieten und hier eine ganz tolle Gürtelschnalle mit einem Drachenkopf. Kann man es erkennen? Ich denke schon, ne? Und hier gehen die Nieten weiter. Also das ist schön gemacht. Dann auch hier sein Umhang, sein Oberteil, interessant gestaltet. Hier auch so eine Fellstruktur mit reingearbeitet. Hier unten sieht es dann wieder aus wie so metallische Blättchen in Gold, die hier drunter durchscheinen. Und dann hat er hier noch so einen Unterrock, ebenfalls in diesem türkisgrün gegossen. Allerdings nicht schön. Ihr seht hier so grobe Schlieren drin. Also das ist nicht wirklich sauber oder schön. Auch hier finde ich einige Gussnasen und auch hier an den Armteilen, ne, nicht sauber bis zum Schluss bemalt. Ne. Die Hautfarbe, seht ihr, die geht über auf diese Unterarmschoner. Dafür erkennt ihr wirklich jeden einzelnen Finger, auch mit Fingernägeln. Das finde ich klasse, also so gesehen echt eine schöne Hand und hier ist es ganz genauso. Ja, also von dem her gar nicht schlecht. Dann hat er hier noch ganz, ganz kurze Stoffhose, die hier unten rausschaut. Ganz hell hat man das bemalt, mit schwarzen Flecken. Man hat ihm schwarze Schuhe, schwarze Stiefel hier gegeben, auch mit ein paar Querstreifen drin. Ja, ziemlich klein, bin mal gespannt, ob er steht. Hier unten sieht man sonst nichts. Ich finde hier auch keine Nummer, sei denn an der Unterseite vom Arm. Ah, doch, hier, die Nummer 6. Könnt ihr das erkennen? Hier haben wir die Nummer 6, denn wir können beide Arme hier bewegen. Jawohl, hier haben wir es auch. Die Nummer 6. Also, so könnt ihr die Arme ausbreiten. Das sieht schon, ja, interessant aus, ne? So könnt ihr sie anlegen oder eben ausstrecken. Mal gucken, ob sein Schwert hält. Kann er das halten? Ja, 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 macht er. Ah, das sieht doch gar nicht schlecht aus, ne? Eine ganz schöne, ordentliche, imponierende Pose, wenn er jetzt noch steht. Ah, Leute, er steht. Klasse, haut drauf, steht. Ja, das finde ich doch super. Also, eine wirklich tolle Pose, wie er sich hier uns präsentiert. Und wie ich finde, auch wirklich mit einer der besten Figuren von dieser Serie hier. Was haben wir denn für eine Größe? Ich halte mal den Meterstab dahinter. Kann man sehen, ihr seht es wieder besser wie ich. Hier haben wir 13 cm an dem Horn gemessen in der Höhe. Ja, mit ausgebreiteten Armen hat der eine Breite von knapp 12 cm. Und wenn ich es hier am Schwert messen würde, sind wir bei knapp 14 cm in der Höhe. Also tatsächlich für mich wirklich die schönste Figur hier, muss man mal ganz klar sagen. Aber da könnt ihr mal sehen, was alleine schon die Augen ausmachen. Ne? Damit ihr mal einen Größenvergleich habt, hier sein bester Freund und Berater, mal im Gegensatz daneben. So sehen die beiden aus, das kommt auch ungefähr hin. Und dann natürlich noch seinen Sohn Hicks, stelle ich auch mal daneben. Hicks ist ganz schön gewachsen, ist sogar größer als sein Vater. Okay, also, wie schon gesagt, ihr könnt seine Arme hier bewegen und er hält sogar sein Schwert einigermaßen. Das ist doch eine tolle Geschichte, finde ich klasse. So, ich habe einiges zu Hau drauf zu erzählen, darum würde ich sagen, fange ich damit auch gleich an. Hau drauf, der Stoische, auf Englisch Stoic, ist das Stammesoberhaupt von Berg. Er spiegelt das typische Bild eines Wikingers wider. In Drachenzähmen leicht gemacht, hegte er gegen Drachen einen großen Hass und versuchte mit allen Mitteln, sie zu vertreiben, damit sie sein Dorf endlich in Frieden lassen. Im Verlauf des Filmes und der Serie Die Drachenreiter von Berg ändert sich diese Einstellung jedoch allmählich zum Positiven. Hau drauf ist ein typischer Wikinger. Er ist groß, er ist muskulös, kräftig gebaut und besitzt eine unheimliche Stärke. Zumindest ist das unser Bild von Wikingern. In der Realität sah es ein bisschen anders aus. Auf Berg wird erzählt, dass er bereits als kleines Kind einem Drachen den Kopf abgerissen haben soll. Leute, er hat, wie nur schwer zu übersehen, einen Vollbart und trägt stets einen Wikingerhelm auf dem Kopf. Hau drauf ist auf den ersten Blick ein sehr, sehr strenger und ernster Wikinger. Was wohl auf seine Verantwortung als Häuptling zurückzuführen ist.
Anfänglich, sprich im ersten Teil von Drachenzähmen leicht gemacht, sieht man ihn nur mit ernstem Gesichtsausdruck. Bereits sein ganzes Leben lang kämpfte er gegen die Drachen. Haut drauf ist tough und zeigt sich im Kampf gegen Drachen stets furchtlos und entschlossen. Sein anfängliches Ziel war es, die Drachen endgültig zu vertreiben, da sie regelmäßig das Dorf verwüsteten und zerstörten und das Vieh stahlen. Von den Dorfmitgliedern wird Hautrauf respektiert und geschätzt, seine Anweisungen werden ohne Widerworte befolgt. Hautrauf der Stoische ist der Vater von Hicks und Ehemann von Valka. Zu Beginn schämt sich Hautrauf für seinen Sohn, da er nicht das typische Bild eines Wikingers, insbesondere eines zukünftigen Häuptlings, abgibt. Sein bester Freund, seine rechte Hand und Stellvertreter ist Grobian. Hautraufs Drache ist ein Grollhorn mit Namen Schädelbrecher. Vorher war es aber ein Donnertrommler mit Namen Tornado. Als Wikingerhäuptling ist Hautrauf sehr, sehr streng und es benötigt einiges, um sein Vertrauen zu erlangen. Aber trotz allem ist er sehr, sehr humorvoll. Er nennt seine Frau Valka liebevoll Val oder Val. Und was vielleicht auch die meisten nicht wissen, er spielte mit Grobian zusammen in einer Band. Zudem verleiht Hautrauf Drachen gerne einen Namen. Anscheinend hat er in den Büchern sogar zwei riesenhafte Albträume. Was ich allerdings nicht mit Sicherheit sagen kann, da ich die Bücher nie gelesen habe. Jetzt kommen wir leider zum traurigen, zum tragischen Teil von Hautraufs Geschichte, denn ich denke mal, nachdem jetzt einige Zeit ins Land gezogen ist, ist es auch kein Spoiler mehr, wenn ich euch sage, dass er im zweiten Film von Ohnezahns Plasmastrahl getötet wurde. Hautrauf kam also im zweiten Teil ums Leben. Tragischerweise auch noch von Hicks ohne Zahn, denn dieser war vom großen Überwilden von Drago beeinflusst worden. Und so kam es zu einem völlig unerwarteten und tragischen Tod von Hautrauf dem Stoischen. Im zweiten Film von Drachenzähmen leicht gemacht. Aber man muss über diesen Verlust nicht allzu traurig sein, denn genauso wie unsere Vorfahren die Kelten, Germanen, glaubten auch die Wikinger an ein Leben in der Anderswelt, wo sie nach ihrem Tod in diesem Leben von Walküren nach Valhalla geführt wurden und dort an einem großen Tisch in einem riesigen Saal mit Odin zusammensitzen und mit ihren bereits gegangenen Familien und Kampfgefährten ein Wiedersehen feiern. Und Hautraufs Geist wird auch weiterhin in Berg spürbar sein und Hautrauf der Stoische wird in seinem Sohn Hicks weiterleben. Ja, ihr Lieben, das war's auch schon wieder. Damit sind wir durch. Das war die letzte von 8 Wikingerfiguren zu Drachenzähmen leicht gemacht 2 von dem asiatischen Hersteller Oker Brand. Ich werde in einem folgenden Video nochmal alle Figuren hier nebeneinander aufstellen und dann könnt ihr die euch nochmal in aller Ruhe betrachten. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, es war für euch genauso interessant wie für mich. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich sag ciao, tschüss, bis zum nächsten Video. Euer Rupi. Hey!